Sportis Garage, heute Outdoor. Heute zeige ich, dass auch eine Saxonette in einen Smart-Kofferraum passen kann. Inklusive Fahrradtaschen natürlich. Und ein Motorradgrill. Sporty hat die Räder sehr gut gesichert mit zwei Spanngurten und zwei Decken zum Schutz für das Innenteil des Autos. Einmal der Motor. Das Vorderrad. Das Hinterrad. Hier noch eine Herrenausführung. Das Schminktästchen. Ersatzteile, die braucht man immer. Spezialwerkzeug. Und Öl. Ich muss auch hier filmen, nicht hier rumkugeln. Wenn ich dir helfen muss, kann ich noch nicht runterdrehen. Das war gut, dass ich dich im Bild habe. Ja, Herr Sporti, das war gut. Was? Da hat ja doch noch relativ schnell. Ja, relativ geklappt. Schnell ist so eine Sache. Ja, ich sag mal, ja, relativ, ne? Jetzt kriege ich das Gummi hier nicht rein. So.
Dann machst du gleich noch Probefahrt. Ja, das Besondere ist hier, dass ich hier jetzt einen Clipverschluss habe, wo ich Tank und Benzin direkt mit verbinden kann. Und schon flutet der Vergaser. Wenn ich jetzt gleich Glück habe, das natürlich auch haben, dann springt das Ding auch gleich an. Vergaser, Showkabel einhängen. So, und als Abkürzung schauen wir mal, ob das Teil anspringt. Ja, noch ein paar Schrauben festmachen, aber wie ihr gesehen habt, funktioniert das mit dem Rad. So, das war's mal wieder heute. Bis dann, euer Sporty.